Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich mit Regina unterwegs und haben Gale befreit, beziehungsweise Gale ist hier hinter uns in dieser Tür. Allerdings, er hat uns den Schlüssel rausgeworfen. Und dieser Schlüssel hat quasi verursacht, dass er da eingesperrt wurde. Und wir müssen jetzt einen anderen finden. Und wir sehen da links, sehen wir, wartet mal, ich mache die Musik ein bisschen leiser, ey. So, da links sehen wir, das ist blau. Das heißt, wir brauchen einen blauen Schlüssel, liebe Leute. Und genau, ich muss mich mal ein bisschen wieder mit der Steuerung vertraut machen, weil in der letzten Woche kam leider kein Dino Crisis. Es ist halt einfach... Ja, es tut mir leid, dass letzte Woche kein Dino Crisis kam. So. Tut mir leid, dass letzte Woche kein Dino Crisis kam. Aber, ach, wartet mal, die Musik, die ist ja schon extrem laut hier. Audio, wartet mal. Wieso ist das wieder so auf 10? So, gut. Alles klar. Perfekt. Ich hatte einfach in der letzten Woche wenig Zeit. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich den Jobwechsel vor mir. Und ja, das erfordert halt viel Administrationszeit. Und daher letzte Woche leider nur Command & Conquer, kein Dino Crisis. Was mir im Nachhinein wirklich leid tut. An alle Dino Crisis-Fans unter euch. Aber jetzt machen wir hier weiter und ballern uns hier wieder nach wie vor durch die Gegend. So. Mach diese Flugsaurier weg, um Gottes Willen, ey. Diese Pteranodons. Hier, da hinten. Was zur Regina? Ziel doch drauf, ey. So. Wir müssen jetzt nämlich hier hinten in diese Einrichtung. Weil da gab es nämlich einen Bereich. Den hatten wir beim letzten Mal gar nicht erkundet. Ja, versuch's. Ich stehe hier scheiße, ne? Wartet mal. Oh, da. Okay. Da oben und hier der. Genau, da. Wir haben ja beim letzten Mal auch diese Doppel-Uzi hier gekauft. Und genau, wir müssen in diese Tür da. Hinter mir. Weil da ist noch ein Bereich, wo wir mit Dylan nicht waren. Ich glaube, ich habe eben Gale gesagt, ne? Gale war ja der aus dem ersten Teil. Wo wir mit Dylan noch gar nicht waren. Und, genau, da müssen wir nochmal kurz hin, weil da gab es noch einen Raum, wo wir nur mit dem Elektroschocker von Regina reinkommen. Genau, und haben wir es jetzt bald mal? Da ist immer noch was. Ich verballer hier meine ganze Munition an denen. Nö. So. Alter, so. Puh, ey. Ich hab gleich keine Muni mehr hier. Das sind so viele, ey. Es sind so viele. Leute, haben wir es jetzt? Och, immer noch nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, was? Okay. So, okay, das war ein Konter. Ja, Leute. Wie gesagt, tut mir nochmal leid, dass letzte Woche kein Dino Crisis kam. Puh. So. Okay. Sehr schön. Boah, ich verballer hier echt meine ganze Muni an denen. Aber das gibt gut Punkte, Leute. Das gibt gute Punkte. Oh, diese Flugsaurier. Mit dem Dylan wird das später einfacher, wenn wir die Plasmakanone nochmal einsetzen können. Weil die sind nämlich mit einem Schuss von der, sind die kaputt. Ja. So, dann komm her. Der ist kaputt. Haben wir es jetzt? Ich hoffe, wir haben es. Oh, wir haben es. Sehr schön. So, schaut euch das an. Kein Schaden, Leute. 10.000 Punkte. Wunderbar. Okay. Wir sollten jetzt aber eigentlich... Ja! Oh Gott. Gut. Hier. Boah, Waffe. Flammenwerfer. Jeder lacht, habt ihr auch gut kommentiert. Lustigen Kommentar... Ah, verdammt. Lustigen Kommentar abgegeben.
mit einem Rezept für flambierte Dinos. Hier, bitteschön, da war ich jetzt gerade wieder die Vorarbeit für. Schön geröstet hier, so. Da musste ich erstmal lachen über den Kommentar. Der war echt witzig. So. Ah, so, okay. Wieder hier Räucherdinos. Wunderbar hier. Ja, die haben mich zwar einmal getroffen, aber ich glaube, das gibt trotzdem ganz gute Punkte. Durch die Combo. Genau. Und genau, ist das jetzt abgestürzt oder was? Nee, okay, gut. Gott sei Dank. Wir brauchen einen neuen Schlüssel. Und ihr erinnert euch, dass wir hier mit Dylan waren. Ne? Und das ist ganz gut, dass wir hier jetzt erstmal bei der Krankenstation sind. Da können wir uns nämlich neue Muni holen. Neue Muni. Ach, oh, ich liebe diese Musik, Leute. Ich liebe diese Musik. Shop. Nichts Neues. Gut, dann brauche ich eine Muni. Nachladen. Oh, wir haben 72.000 Punkte, Leute. Aber ich kann euch sagen, die werden wir brauchen. Die 70.000 Punkte, die werden wir brauchen, ey. So. Weil es gibt nämlich später noch, wie gesagt, Werkzeuge, die wir kaufen können. So, Hauptwaffe. Und dann bitte die Pistole erstmal in die Hand. Weil wir brauchen den Elektroschocker. Den hier. Weil, liebe Leute, seht ihr jetzt, geht in Richtung Korridor. Seht ihr jetzt nämlich hier hinten, hier waren wir doch noch gar nicht mit dem Dylan. Hier, genau, schau euch das an. Da ist sogar noch ein mittleres Medipack. Ha, geil. Genau hier, Leute. Viele kleine Versorgungsgegenstände liegen herum. Hier seht ihr nämlich eine Tür. Sie ist elektronisch verriegelt. Vielleicht kannst du sie mit Reginas Elektroschocker öffnen. Genau, wir haben einen Elektroschocker. Und zwar, wir können jetzt hier rein. Zack, seht ihr das? Grün. So, jetzt können wir hier rein. Steuerungsraum. Schaut euch das an. Ein neuer Raum hier, mitten in der Einrichtung. Wir sind hier mittendrin. Und genau. Dann schauen wir uns mal hier um. Was haben wir denn hier? Das sieht ja so nach ja, Steuerungsraum halt aus, ne? Wow, Alter, gar nicht mal schlecht hier. Der Status des Sicherheitssystems in der Einrichtung wird auf einem großen Bildschirm angezeigt. Die meisten Kabel sind defekt. Es scheint nicht normal zu funktionieren. Schade. Das sind so Kameras und so, ne? Richtig cool hier. Ja, Status des Sicherheitssystems. Was haben wir hier? Aha, schaut mal da. Es ist ein Supercomputer, der die Sicherheitsprogramme steuert. Ein Riesenrechner, okay. Ah, schaut mal da. Was haben wir denn da, Leute? Oh. Es ist ein System, das alle Schlüssel verwaltet. Es kann nur ein Schlüssel auf einmal von diesem System entfernt werden. Ja, wir haben ja einen Schlüssel und ihr seht, da ist einer entfernt worden. Der grüne nämlich. Das heißt, wir müssen unseren Schlüssel jetzt da reintun. Genau, und ihr erinnert euch, da bei Gale vor der Tür war ja eine blaue Schaltfläche. Welche Farbe brauchen wir? Dementsprechend also einen blauen Schlüssel. Der ist sogar markiert, der blaue. Ja, du hast Schlüssel. Gut. Dille. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben den richtigen Schlüssel. Wir können dich rausholen da. Sehr schön. Aber bevor ich da hingehe, möchte ich nochmal gucken, was hier noch so ist. Da war nämlich noch eine Treppe da. Bitte geh hoch. Oh, das ging aber schnell. Okay, was haben wir hier? Dokumente sind verstreut. Nach den Statistiken hat sich die Anzahl der Soldaten innerhalb eines Jahres um 2/3 verringert. Hui, ordentlich, Leute, ordentlich, so. Schlüsselaufbewahrung. Zur Kenntnisnahme. Alle Schlüssel der Einrichtung werden in diesem Kontrollraum aufbewahrt. Die Farben der Schlüsselterminals entsprechen den Farben der Schlüssel. Das habe ich ja eben schon hab ich ja eben schon erklärt. Wenn die Farben des Schlüssels und des Terminals übereinstimmen, wird das Sicherheitsschloss geöffnet. Ja, genau. Aus Sicherheitsgründen kann nur jeweils ein Schlüssel ausgegeben werden. Die elektronischen Schlüssel werden jede Woche neu programmiert. Okay.
Bring den Schlüssel aus diesem Grund nach dem Gebrauch in das Schlüsselkontrollsystem zurück. Ja, das hat hier ja irgendeiner nicht gemacht, ne? Haben wir hier noch irgendwas? Was? Oh Gott. Was? Ein Haufen Reporte und Aufzeichnungen. Das meiste davon scheinen Berichte von Schäden zu sein, die durch die Dinosaurier angerichtet wurden. In einem der Berichte wird ein Vernichtungsplan der Dinosaurier in der Umgebung wahrscheinlich erwähnt. Dem Bericht zufolge endete der Plan mit einem Desaster. Der Leiter dieses Raums wird dann wohl hier sitzen. Hier sind viele Terminals installiert. Vielleicht werden sie benutzt, um Berichte von den anderen Einrichtungen zu bekommen. Ja, das kann sehr gut sein. Aber war hier nicht noch irgendwas? Ich meine... Ja, nee, okay, das war's dann anscheinend hier. Okay, alles klar. Sehr stylischer Raum. Aber gut, liebe Leute, wir müssen wieder zu Dylan. Wir müssen jetzt endlich mal da rausholen, ey. Der hat sich ja selber hier eingesperrt. So, nimm dir wieder die Doppel-Uzi. So. Gut, Dylan, wir kommen. Dylan, wir kommen. So. Alles klar. Erstmal wieder raus hier aus dieser Einrichtung. Interrichtung Eingang. Und jetzt kommen hier wieder welche, ne? Genau. Boah. So schnell, ey. So, und hier. Bam. Genau, Zweier-Kombo. Oh, hahaha. Sehr gut, ey. So, Dreier-Kombo. Alter. Wow. Puh, okay. So. Und direkt ballern. So, sehr schön. Ich möchte nämlich hier ohne Schaden durchkommen. Das wäre ganz nett von euch. Alter! Oh, da! So, okay. Haben wir jetzt hier alle? Waren das 8 Stück nur hier drin? Das waren tatsächlich nur 8 Stück. Okay, kein Schaden. 2000 Bonuspunkte. Sehr schön, Leute. Wir kommen voran. Und jetzt wieder dieser nervige Bereich hier. Können Sie hier Flugsaurier? Oder habe ich die alle platt gemacht? Ich hatte alle kalt gemacht. Ja, geil, okay. Dann können wir direkt weiter zu Dylan. Hallo Dylan. Ich habe den Schlüssel. Im Hardware-Lager. Konnte sich ein bisschen weiterbilden hier, was im Bereich Computer angeht. Hör auf rumzuspielen. Ja, hör du auf rumzuspielen. Was ein Typ, ey. So, Schlüssel, komm, wie jetzt hier. Komm raus. Ich lass dich mal raus aus deinem Käfig da. Okay. Ja. Nice to see you too. You owe me one. I found a young female survivor. But she was uncooperative. I locked her up in the control shack. I'll take her back to the ship. You go on ahead. I'll meet you there. Regina ist mit dem Mädchen zum Patrouillenschiff zurückgekehrt. Cockpit. Okay, wir sind im Schiff also. Okay, alles klar. Just try to relax. What is wrong with you? You're a survivor, right? Please, we're here to help. Where are all the others? Where's your family? Regina. You better come and see this. Who? Das Mädchen ist wie eine scheue Katze, ey. Rennt vor allem weg. Schiffskabine. Okay. Who trashed the place? It wasn't dinosaurs. Someone must have got in here and destroyed all the computers. The activator for the gate is broken too. We can't get back to our own time. It must have been those people with the helmets. They also damaged the engine activator. We can't even move our ship. Okay. We'll have to look for something in this world. In order to get us back to our original time. And we have to find parts for the ship, too. Hey,
go. Handcuff the girl so she won't run away. There's a facility we haven't gone to yet. You gotta check it out. Right. Naja, diese Kackhelm-Menschen. Ich wüsste zu gern, wer das ist, ey. Die wollen uns ja wirklich alles im Arsch machen hier. Aber gut. Die scheue Katze ist wieder da. Was? Was ist denn da gerade abgegangen? Das war aber kein Flirt, oder? Nee, glaube ich nicht. Naja, gut. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Prioritätsmission: Durchsuche die noch nicht erkundeten Bereiche. Suche Teile für das Patrouillenschiff. Alles klar. Da müssen wir noch rein. Genau, richtig, Leute. Da war ja noch eine Tür in dieser Militäreinrichtung. Ach, beziehungsweise Forschungseinrichtung. Die mit Efeu überwuchert war. Und da müssen wir jetzt mit Dylan rein. Na, was ist denn jetzt hier mit der? Was zur... Die tätschelt uns die ganze Zeit an hier. Ihre Augen versuchen, ihm etwas zu sagen. Ja, gut, Leute. Die scheue Katze ist auf einmal ganz handzahm geworden. Na gut. Ich glaube, die hat Schiss vor der Wuppe hier. Schau ich sie an. Gut, Leute. Schau ich mal das Cockpit an hier. Es ist ein Autopilotsystem. Es wurde kein Ziel programmiert. Es startet erst, wenn ein Ziel eingegeben wird. Ja, okay, Leute. Ach Gott, draußen ist das wieder so laut. Ja, ich habe Fenster auf, weil es ist extrem warm geworden hier. Wir haben Werkzeug. Schwere Kliege. Ich weiß nicht, soll man das kaufen? Ja, es ist ein Machetenersatz. Ja, kauft das, kommt. Falls wir es brauchen. Einfach mal so ein bisschen Kohle ausgeben hier. Passt schon. Aber sonst haben wir hier nichts, okay. Gehen wir nochmal zur Regina. Das sah ja ganz schön heftig da drin aus, ne? Aber diese Helmleute, die müssen ja unser Schiff kennen, weil sonst wüssten die ja nicht, wo der Kontrollraum ist und so. Es ist eine Starteinheit. Die Batterie zum Starten ist zerstört worden. Okay, das ist scheiße. Viele Dokumente und Papiere sind auf dem Sofa verteilt. Sieht so aus, als ob hier jemand nach den Daten über die Einwohner dieser Zeit gesucht hätte. Oh, draußen sind irgendwelche Leute. Ich meine, es ist nach 10, Leute. Ja, gut. Wahrscheinlich geimpft, ne? So, hier ist dieses Zeittor, Leute. Ein mobiles Zeittor. Es ist das Zeittor, das diese Welt mit der Gegenwart verbindet. Es ist zerstört. Eine Reparatur scheint unmöglich. Regina, sagst du was zu uns hier? There are still areas we haven't been to. Go search for survivors. And we need that battery. Batterie, okay. Ja, wahrscheinlich in dieser Forschungseinrichtung da, ne? Gut, diesmal macht der Mann die Arbeit. Nicht so wie im ersten Teil. Finde ich auch besser so. Oh, Seefrau-Musik. Wartet mal, Leute, dann muss ich mal gucken. Haben wir noch genug Muni? Ah, ich muss mir sogar Muni kaufen. Gut, dass ich nachgeguckt habe hier. So. Dann kaufen wir bitte Muni. Shop. Muni. Oh ja, hier. Dann können wir gleich wieder Dinos schnetzeln. Und zwar ordentlich. Ich kaufe für das Ding sogar ein Magazin. Komm, 10.000? Ja, komm, bevor ich da jetzt das mit der Muni verkacke, und habe ich mir jetzt erstmal Magazin für das Ding hier geholt, so. Weil die Waffe werden wir länger benutzen, glaube ich. Definitiv und Deck. Okay.
Oh, geile Mucke hier. Genau. Geile Mucke hier auf jeden Fall. Treibstoff für den Tank. Hui, okay, wir sind jetzt hier auf diesem Schiff tatsächlich. Oh, Kanone. Sieht aus wie eine mächtige Kanone. Ja, schon ordentlich. Da ist ein Auto. Ein Landungsfahrzeug speziell für dieses Schiff. Okay. Und sonst haben wir hier nichts, oder was? Sonst haben wir hier nichts, okay. Dockanlegeplatz. Ah, wir sind. Ah, okay. Alles klar. Wir sind wieder da, wo wir mit Regina angefangen haben. Ich glaube. Ich wollte sagen, wir können uns aussuchen, wo wir her können, aber das ist gar nicht so. Wir müssen da oben her. Okay, gut. Dann, liebe Leute, machen wir das mal. Jo. Ach du Scheiße! Oh, was das will? Was? Und das hört sich ja nach einem Allosaurus an. Oh, genau. Okay. Dann hier. Dann schießt ihm einfach immer in die Seite. Weil mit dieser Waffe hier können wir jetzt tatsächlich echt mit den Allosaurus hier, mit den Allosauren hier besser klarkommen. Ah, nein. Hat er mich doch gekriegt. So ein Sack. So ein Sackgesicht, ey. So. In die Seite rein hier. Du Pennervieh. Echt, ey. Du Pennervieh. Hat er mir Schaden reingedrückt, ey. Aber 5000 Punkte. Ist das nix? 5750 Punkte sogar. Da ist noch einer. Alter Schwede, da ist noch einer. Jetzt rennen die Allosauren hier rum wie nix anderes, ey. So. So, dann hier einfach in Bewegung bleiben und ballern. So, einfach in Bewegung bleiben und ballern hier. Ich glaube, einfach in Bewegung bleiben und ballern. Ganz genau. Oh nein! Du drückst mir keinen Schaden rein. Hahaha! Der war ohne Schaden heute. Sehr gut. 4500 Punkte diesmal. Okay. Interessant. Okay, wir haben hier einen neuen Bereich tatsächlich. Hier waren wir noch gar nicht. Na, schaut mal. Wir sind jetzt hier in diesem Verbindungsstück. Wir müssen wieder über unsere geliebte Nordroute. Alles klar, liebe Leute. Dann geht er hoch, Dylan. Komm. Und so haben wir schon wieder 10.000 Punkte geschenkt gekriegt hier. Ist das denn nix? Okay, was haben wir hier? Hier ist einfach nur ein Bach. Okay. Ja, Leute, das wird später noch interessant. Das wird später noch interessant hier. Oder wisst ihr was? Ich mache es jetzt schon, Leute. Ich mache es jetzt schon. Hier, guck mal. Zwischen den Felsen befindet sich eine Quelle. Blätter und andere leichte Gegenstände treiben mit dem Wasser. Schau mal. Schaut mal. Da ist ein Blatt. Ja, ein Blatt. Okay. Und das Blatt treibt im Wasser. Und wir müssen das jetzt irgendwie verfolgen. Und, ah, das Blatt. Okay. Wo gehst du hin, Blatt? Wo gehst du hin, Blatt? Na? In die Ecke da. In die Ecke da. Und, ja. Ach, schaut mal da, Leute. Ja, das ist ein verstecktes Rätsel gewesen. Da ist eine Zugangskarte. Sie muss durch die Strömung hier reingekommen sein. Schaut mal da. Dritte Energie-ID-Karte. Dankeschön, liebes Blatt. Ja, liebe Leute, diese Karte, die wir gerade hier gefunden haben, ist sehr wichtig. Hätte man auf normalem Wege normalerweise erst später gefunden, aber ich wusste, dass hier noch das mit dem Wasserfall war. Und mit dem Blatt. Genau. Verdammt interessant. Da kommt das Blatt sogar nochmal raus. Ah, gut, okay. Aber wir haben die Karte. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist, aber ist mir auch egal. Und ja, liebe Leute, ich sehe schon, die Folge ist schon wieder voll. Eben meine Güte. Das ist ja schon ordentlich. Aber gut, liebe Leute, wie wir hier reingehen und wie es beim nächsten Mal weitergeht,
sehen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss. Hm? Tschüss.